Und da sind wir wieder zurück aus der Pause und ich bin sehr, sehr gespannt auf The Experiment. Ja, aber ich habe noch eine Frage. Wir Ja. hatten das Ententhema, weil ich habe als ich über die Flamingos gesprochen habe, gesagt, die erste Theorie der alten damaligen Wissenschaftler war, die Flamingos stehen auf einem Bein, weil man dadurch Ja. weniger Entenkollision hat. Und dann hast Aha. du es gesagt, ah, Enten, da habe ich auch noch eine Geschichte. Was ist das für eine Geschichte? Also, ich war neulich mit einem befreundeten Kind am See. Ah ja. Ich will keine Namen nennen. Das Kind ist etwa 3 Jahre alt und das Kind hat einen Stock ins Wasser geworfen und wollte dann danach ins Wasser gehen. Und ich wollte dann mit ihm ins Wasser und dann zeige ich ihm so, ah, guck mal, da kam so ein Blässhuhn angeschwommen, ganz schnell. Und hat sich diesen Stock geschnappt, weil die ja gerade auch Nester bauen, ne? Und hat sich da diesen Stock geschnappt und ich war so, ah, guck mal, die Ente holt sich dann einen Stock, um Nest zu bauen für ihre Babys. Und der Kleine fängt total an zu heulen. Mein Stock, ich wollte wieder. Und ich so, aber du hast ihn doch ins Wasser geworfen. Ja, um ihn wieder zu Oh. holen. Und es war eine halbe Stunde ein Drama. Die Ente, das Entennest sollte gefunden werden, um den Stock zurückzuholen. Oha. Und ich meinte, nee, nee, das machen wir nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall ziemlich grandios. Und tatsächlich, diese Ente, man konnte immer mehr Stecke werfen und die kam wirklich wie so ein Hund, wupp an und hat sich dann den Stock geschnappt. Und wenn der gut genug war, dann hat sie den zum Nest gebracht. Aber ja, ich glaube, der Kleine steht jetzt nicht mehr so auf Enten. Das war's. Oh. So, Experiment. Also, wir machen ein Experiment. Ich muss das jetzt gerade hier mal videotechnisch irgendwie zusammenschieben. Ich hoffe, ich mache das richtig, weil ich habe das damals zum Weltfrauentag eigentlich vorbereitet gehabt. Das ist schon zweimal her. Das war jedes Monat Mal. her. Ziemlich genau, Ja. 8. März, heute ist der 7. April. Genau, und es schaut einfach nur schön aus. Also es ist tatsächlich ein Experiment, das eigentlich sonst keine Meeresgeschichte dazu hat. Und ich hoffe, ich habe es auch richtig im Kopf. Ich habe es mir nämlich seitdem nicht mehr angeschaut. Nee. Also, wir haben jetzt hier ein Glas. Ein bisschen weißer hinter, dann sieht man das besser. Genau, mit zwei Schichten. Also unten haben wir einfach gewöhnliches Leitungswasser und oben haben wir Öl. Öl. Es ist aber, weil es danach nicht mehr benutzt werden kann. Ich habe schon gebrauchtes Frittieröl. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Ich wollte kein gutes neues Öl verschwenden. Das ist sehr gut. Auch Frittieröl kann man mehrfach verwenden. Das stimmt, deswegen habe ich es ja aufgehoben. Aber jetzt dachte ich mir, bevor ich neues Öl benutze, es riecht auch so gut. Kriegst du Hunger? Nee, das stinkt Ich super weiß. ekelhaft. Ich weiß, ich weiß, ich kenne, Horror. ja. Oh, es stinkt richtig Aber lustig. ja, was für ein Glück. Und hier haben wir etwas, was bei unseren Experimenten nie fehlen darf: die Lebensmittelfarbe. Oh ja. Ich glaube, wir machen nie was ohne Lebensmittelfarbe. Nee, ich Ich glaube habe nicht. Rot, Ja. rot ausgewählt. Ja. Muss halt in jedes Experiment ganz konsequent Lebensmittelfarbe Ja. einbauen. Ja, ich meine liegt da Wieso? Wieso hinten. geben Sie im Jahr 500 Euro für Lebensmittelfarbe aus? Das ist ein beruflicher Grund. Ja. Sind Sie Bäcker? Das kann. Nein. Oh, das schaut schon irgendwie ein bisschen cool aus. Auf diesem Bild. Ja, es geht auch weiter. Du machst perlige Tropfen. Ja. Das war das Geil. Experiment. Danke. Fertige Das Tropfen. ich meine, das für einen Frauentag reicht es ja auch voll. Hauptsache, es sieht ein bisschen schön aus. Jetzt haben wir perlige Tropfen hier unten. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Ja, das ja. So wie Kaulquappeneier. Und jetzt, oh, ich habe früher immer Kaulquappen großgezogen. Ja, ich auch. Ich würde es sehr gern wieder machen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich Froscheier finde. Du Deswegen. darfst sie nicht. Bundesnaturschutzgesetz. Kröteneier nehme ich auch. Es ist alles verboten. Oh, Ding. Okay. Und jetzt. Die gute alte Brausetablette kommt da rein. Ja. Oh, ich bin gespannt, was jetzt Ich auch. passiert. Was wird da wohl passieren? Oh mein Gott.
jetzt? Warten wir eine Stunde. Nein. Kannst du es näher an die Kamera holen? Ja, sofort, sofort. Aber ich glaube, ich mache nochmal hier ein bisschen Farbe rein. Ja, Ordentlich. machen wir. Ja. Man sollte nicht geizen mit der Lebensmittelfarbe. Ja, ne, ich finde auch. Rein mit der Farbe. Na, jetzt hängt die da Ja. oben rum. Noch ein bisschen Farbe rein. Läuft richtig gut. Jetzt wird einfach alles rosa. Ja. Oh, wir bräuchten diesen Tic-Tac-Sound, meint Belana. So. Ja, Mensch, wenn das Dumme kein Farbe. Unterwasservulkan geworden ist. Ja, es sollte eigentlich, naja, ich meine, man sieht es jetzt so ein bisschen, ne? Eigentlich ist es quasi eine Lavalampe. Ja. Ja, langsam kommt's, Es kommt. aber die Farbe, es geht besser, wenn man, ich habe leider kein höheres Glas gefunden, wenn man ein höheres Glas hat, weil jetzt seht ihr ja, dass der Schaum einfach zu hoch geht und wenn ihr Ja. ein höheres Glas habt, dann verteilt sich das besser und dann kann man das auch besser sehen mit diesen Lavaformen. Aber eigentlich sollte das Rot da tiefer, also ein tiefes Rot drin sein. Tja, Also es hat nicht Dr. funktioniert, Edgar. das heißt, vielleicht muss man das nochmal nachmachen. Haha. Ja, das Rot und das. Ich schüttel mal ein bisschen. Ja, mach eine Alles aus. Emulsion daraus, wenn das noch geht. Okay. Warte mal, Ja, ich aber niemand glaube. außer dir hat Frittierfett, also. Ach so, das ist einfach nur Sonnenblumenöl. Ich habe es bloß zum Frittieren benutzt. Ja, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht sollte man frisches Öl benutzen. Ja. Aber es ist hübsch, also Ja, schon schön. jetzt ist es keine Lavalampe mehr. Aber am Anfang war es schon. Ja, die ersten 10 Sekunden, wir, ja. Wenn wir jetzt Ich beim habe das Fußball doch wären, dann neulich würden wir gerade mal wo Wiederholungen. gesehen. Ja, Muss. das ist ganz viel bei YouTube. Also das ist ein ganz, ganz bekanntes Experiment. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Meer und Ozeane zu tun. Das schaut einfach nur hübsch aus und ich wollte es mal selber ausprobieren. Aber wir sind ja nicht so gut mit Experimenten. Ja, wir müssen da auch konsequent dabei bleiben. Keine Überraschungen. Jetzt kommt das Wunder mit Rot. Lavalampe selber machen. Ja, genau, das gibt es ganz viel auf YouTube. Da Ja, schaut das genau. besser aus als das, was ich jetzt hier gelegt habe. Naja. Oh, man sieht es noch nicht. Wir haben immer noch Enten, aber ich habe den Akustik bei dir gehört. Oh nein, André, jetzt habe ich hast du etwa Frittierfett. einen. André, hast du noch einen dritten Bildschirm irgendwo, den wir Nee. nicht kennen? Nee, warum? Weil ich den einen Bildschirm sehe, wo ein Stockentenpaar zu sehen ist. Und dann habe ich aber gerade gehört, wie du ein YouTube-Video angemacht hast und das ist auf einem anderen Bildschirm Richtig. offensichtlich. Ja. Ich dachte, ich finde mal schnell eins, aber leider nichts, was auf die Schnelle so unter einer freien Lizenz zu sehen ist. Ja, aber also man hat schon was gesehen auf jeden Fall, bevor es dann die Schaumkatastrophe gab. Auf jeden Ja, Fall. muss jemand anders nochmal nachmachen. Ich habe jetzt leider total Frittierfett stinkende Finger. Ist das ein bisschen ekelhaft? Aber es muss aber auch gar nicht unter einer freien Lizenz sein, wenn wir es zitieren. Ja, aber da ist ja auch immer Vorrede und ich habe jetzt nicht, das hast du gehört, ich habe jetzt nicht eine schöne Stelle gefunden, wo man das dann direkt Naja. sieht. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Ja, müssen wir es halt nochmal versuchen. Dann müssen wir es nochmal versuchen. Oh, etwa bis in den Mai hinein. Ja. So, soll ich jetzt noch mal hier meine Meeresnews Ja, auf jeden erzählen? Fall. Genau, und zwar, also es ist schon eine ältere News. Das Ding ist eigentlich, die letzten 2 Wochen kam ziemlich viel aus der Meeresforschung. Ich habe ständig was gelesen, war so, ah ja, das ist interessant für einen Stream. Und als ich mir dann was überlegen sollte, ist mir nichts mehr eingefallen, was ich gelesen habe, der Klassiker. Aber nee, aber dann habe ich ein Thema aufge. Also es ist schon ein paar Wochen alt, aber eigentlich wollte ich da auch immer mal kurz drüber erzählen. Und zwar
geht es darum, dass vor ein paar Wochen, also kam dann das Paper raus, über das größte leuchtende Wirbeltier, das je entdeckt wurde publiziert. Und das ist Ein Hai. wunderlich im Meer, sonst würden wir nicht drüber reden. Und zwar ein Hai. Und zwar, auf Englisch heißt der Kite Fin Shark, aber auf Englisch heißt der Schokoladenhai. Aber der Schokoladenhai ist doch voll bekannt schon, oder? Ja, aber nicht, dass er leuchten kann. Ach so. Genau. Der Schokoladenhai ist bekannt. Der heißt Dalatias lichia und gehört zu den Vogelschnabel-Dornhaien, hat aber nicht diese Dornen an den Rückenflossen, was eigentlich Dornhaie haben. Und der wird ungefähr so 2 Meter lang maximal und heißt Schokoladenhai, weil der einfach so braun ist wie Schokolade. Also mal wieder ein ganz kreativer Hat sich Name. jemand Gedanken gemacht? Ja. Und genau, ihr könnt den auch mal googeln. Der hat, weil es halt eben Tiefseehai ist, hat der ganz, ganz große Augen, damit die eben auch noch ganz, ganz kleine Lichtreste wahrnehmen können. Und der hat auch sehr große Nasenlöcher, deswegen schaut er auch echt ein bisschen witzig aus. Und Ich habe ja lebt mal in der ein Bild, das Tiefsee. kann ich ja mal. Ja, genau. Ich gebe dir auch gleich nochmal einen Link. Genau, der lebt so auf 200 bis 600 Metern. Ja, genau, ja, schon, ja. Genau, man sieht Dicke auch Lippen. hinter dem Auge dieses Loch, das ist das Spritzloch. Da hatten wir auch in irgendeinem Stream mal drüber geredet, darüber ziehen die Haie eben Wasser rein und durch die Kiemen und so können die am Boden liegen und müssen nicht die ganze Zeit schwimmen, wie andere Haiarten. Wenn die kein Spritzloch haben, müssen die die ganze Zeit schwimmen. Olaf Genau. hat einen schlimmen Witz gemacht. Er schreibt, er hätte einen lila Hai erwartet. Beim Schokoladenhai. Ja, weiß die Milka. Kühe, ja, Kühe sind auch lila. Ach so. Warum? Schlimm. Ganz Ein schlimmer Witz. danke dafür. Genau, und zwar ist es so, die haben jetzt rausgefunden und die konnten Fotos davon machen. Gebe hier auch mal kurz den Link in den Chat, dann kann man sich das nämlich auch angucken. In den Papers, nämlich auch Open Access. Ah, sehr gut, dann Dass öffne ich das auch mal. der Hai am ganzen Körper leuchten kann, blau. Genau, dann kannst du es öffnen. Und dafür haben die extra spezielle Zellen, die Chromatophoren heißen. Und genau, da können die leuchten. Das ist die Biolumineszenz, das eben also ist in der Tiefsee bekannt. Damit machen eben Tiere Licht. Also das ist nicht untypisch, aber man wusste halt nicht, dass dieser Hai das kann. Und es ist halt, wie gesagt, der ist jetzt so 2 Meter groß. Das ist groß, aber jetzt auch nicht mega riesig. Aber eigentlich große Tiere waren gar nicht so bekannt dafür, dass die so leuchten. Genau, da sieht man die Fotos. Also der schon, ist schon ganz gut dabei beim Leuchten. Ja. Ja, das kann er. Genau, und es gibt halt verschiedene Theorien, warum der Hai, aber auch überhaupt Biolumineszenz in der Tiefsee benutzt wird. Also zum Beispiel, so wie der Hai jetzt leuchtet, kann das eine Gegenschattentarnung sein. Also es ist halt eben so, dass wenn du jetzt einen Feind hast, der unter dir schwimmt und nach oben guckt und oben ist Licht, wenn du dann selber leuchtest, bist du getarnt. Das ist Ah. die Gegenschattentarnung. Das heißt, wenn der leuchtet ja am Bauch, Ja. genau, dann kann es auch zum Beispiel zur Abschreckung dienen. Also dass eben durch diese Lichtblitze oder dass du plötzlich aufleuchtest und deine Größe zeigst, dass das einfach ein Abschreckungsmechanismus ist. Oder es könnte eben auch sein, dass es halt eine zwischenartliche Erkennung ist, also dass die sich so gegenseitig zu erkennen geben, um sich fortzupflanzen oder sowas. Und was hier halt sehr spannend war, gerade bei dem Hai, dass sie herausgefunden haben, dass das Licht über Hormone gesteuert wird, und zwar über Melatonin. Melatonin ist auch das Hormon, das bei uns den Schlafrhythmus steuert. Also das macht uns müde. Oder auch nicht, wenn wir zu wenig davon haben. Und das ist vor allem, wenn wir nicht genug Sonnenlicht sehen. Genau, und andere Hormone schalten das Licht wieder aus. Und das war sehr speziell, weil das so noch nicht bekannt war, dass das überhaupt so geregelt wird bei manchen Lebewesen. Weil es ist auch so, dass nicht alle
Biolumineszenz-Lebewesen in der Tiefsee produzieren das Licht richtig selber. Also es gibt welche, die das selber machen. Es gibt aber auch welche, die Bakterien als Symbionten haben und die Bakterien leuchten dann für sie. Das sind so die zwei Mechanismen. Und das ist halt eine Biochemie, also das Licht wird erzeugt durch eine biochemische Reaktion mit Enzymen, die der Gruppe Luziferasen zuzuordnen ist. Kann man sich auch sehr gut merken, weil Luzifer, Satan, aber halt eigentlich der Engel, der Lichtbringer. Genau, kann man sich, das ist gut zu merken, der Name. Und gerade halt eben diese Luziferasen oder diese Biolumineszenz ist auch sehr spannend, weil die gibt es nicht nur im Meer, die gibt es auch an Land, ne? Also die Glühwürmchen. Und die hat sich in der Natur über 90 Mal unabhängig voneinander entwickelt. Also das heißt, diese Enzyme und sowas sind gar nicht miteinander verwandt. Und, das kannst du vielleicht auch gleich, oder ich suche gleich mal ein Gen-Link. Was Weil, dann habe ich hat doch gefunden. Ich schicke gleich, ich Luziferase? schicke. Nee, 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 ich schicke gleich zu noch was anderem Link. Und zwar, ich bin da noch drauf gestoßen, ich weiß gar nicht warum, aber natürlich haben Leute diese Leuchtsysteme dann auch gleich versucht für gentechnische Experimente und haben erst vor ein paar Jahren geschafft, leuchtende, also durchgehend leuchtende Pflanzen herzustellen. Und zwar, weil 2017 wurde das erste Mal die quasi die Genkaskade von leuchtenden Pilzen gefunden, also so, dass wirklich der ganze Leuchtkomplex verstanden war und was es dafür braucht. Und so konnten sie dann Pflanzen mit diesen Pilzgenen manipulieren, sodass die tatsächlich durchgehend leuchten. Und jetzt ist natürlich die Idee, dass man die so als alternative Lichtquellen für zu Hause oder auch in Straßen oder sowas benutzen könnte, was irgendwie eine abgefahrene Vorstellung ist. Guck mal gerade kurz. Das heißt, du hast dann so einen Baum oder eine Palme am Straßenrand und die ist Tag und Nacht an, sozusagen. Ja. Ja. Leuchtende Bäume als Straßenlaterne habe ich gefunden. Ja, ich schicke dir sonst Ja. hier eine Pflanze, aber das MIT hat irgendwie auch was. Genau, weil es gab zwei, die hatten das zuerst mit Genen aus dem Glühwürmchen gemacht, aber das hat wohl nicht ganz so gut funktioniert. Und jetzt mit diesen Pilzgenen geht das wohl sehr gut. Oder ich schicke, ich schick's im Chat. Okay, ja. Genau. Ja, es schaut auch abgefahren aus. Aber ja, ob das wirklich, weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich meine, ich glaube, zu Hause schaut das sicher ganz cool aus. Ob das als Straßenbeleuchtung taugt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das dann auch die Insekten auf eine andere Art und Weise irritiert, wenn plötzlich die ganzen Bäume glühen. Okay, machen wir es mal an. Bisschen laut. Ja, geht noch. Sieht abgefahren aus. Ja, schaut voll schön Ja. aus. Da braucht man keine UV-Lampe mehr. Lanta. Ich weiß, ich würde dir schon, also ich würde mir schon eine kaufen. Zu Hause. Oh, das erinnert mich daran, dass wir auch diesen Dino eigentlich mal haben wollen. Weißt du noch? Ja, Wir haben. Inga, genau daran habe ich auch gedacht. Na toll. Ja. Gibt es die überhaupt noch? Vielleicht sind die ja mittlerweile pleite. Das war so ein Unternehmen, die haben so Plastik-Dinge, wo Wie Meeres hieß das nochmal? läuft. Ich Dino weiß Pet. es. Ah, Dino du Pet, weißt ja es sogar klar. noch. Krass, ja. Da hatte ich mal mehrfach Kontakt. Und die haben dann aufgehört, Kontakt zu haben. Mehrere PR-Damen haben Ja, mich da betreut. die waren bei Kickstarter Ah und ja. bei DinoPad. Ja, die sind Dinopad. Gibt es die noch? Oder sind sie pleite? Wenn ich auf den Link klicke, kommt hier nix. Ja, Aber dann sind sie ja vielleicht mittlerweile klar. ich kann die Kickstarter-Seite mal zeigen. Warte mal. Ja, mach das mal. Ich gucke mal in der Zwischenzeit, ob ich einen Link in unseren E-Mails habe, weil ich ja mit denen so viel geschrieben hatte.
damals, ob die da noch irgendwie einen anderen Link. Dinopad, E-Mail received. 2018 ist schon länger Schon ein her. bisschen länger her. Ich habe mit Melissa gesprochen. So sieht es aus. Biopop-Crew. Da waren Dino-Flagellaten drin und Dino-Flagellaten sind ja, leuchtende Bakterien, nicht Bakterien, um Gottes Willen. Algen? Julia, hilf mir. Achso, oh Gott, Entschuldigung, nee, also Dinoflagellaten, ja, kannst du als eigen, also es sind manche von denen sind halt nicht Ein Einzeller. genau, sind nicht photosynthetisch. Also sie werden auch, ja, sie werden oft unter die Algen gezählt, aber manche leben halt auch heterotroph, also das heißt, sie müssen was fressen und betreiben keine Photosynthese. Ja, und die zeichnen sich dadurch Tja. aus, dass sie halt leuchten. Da kann ich auch mal zeigen. Hier gibt es auch ein CC BY. Biolumineszenz von Dinoflagellaten durch das Brechen der Wellen. So sieht das aus. Also das ist eine Welle bei Nacht und das, was sie zum Leuchten bringt, sind halt die Dinoflagellaten, die Leuchterscheinungen geben, sobald irgendwie eine Welle anrollt, also wenn die bewegt werden, dann ja, dann wird dieses Leuchten ausgelöst. Genau, Das das funktioniert auch, wenn man zu Fuß am Strand geht, wenn die gerade vor Ort sind. Dann macht man ja. Fußspuren, die Ja, leuchten. oder wenn man einen Stein reinwirft oder so. Also genau, die werden durch diesen mechanischen Stress wird das Leuchten aktiviert und da wird eben vermutet, dass das auch eine Abwehrreaktion ist. Entweder, dass der Feind quasi durch das Licht erschreckt wird und wieder loslässt, oder aber, dass der Feind durch das Licht erschreckt wird in der Form, dass größere Feinde auf ihn aufmerksam werden, weil es da plötzlich leuchtet und dann kommen und ihn fressen. Das sind so die zwei Theorien dahinter. Ja, und ich glaube, da Dinopet ist pleite. Also es gibt's nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Website. Man findet dazu nichts. Auch selbst auf Amazon kann man keine Restposten davon mehr kaufen. Und es gibt unbegeisterte Customer Reviews. Echt? Ah, die musst du mir gleich mal schicken. Das will ich Ja. mal sehen. Ich sehe, Pingu, es gibt. gute Nacht. Schön, dass du da warst und danke für die coolen Overlays, die wir jetzt Danke. weiter ausführlich benutzen werden. Schön, dass du da warst. Gute Nacht, Und Bingo. Demon Shell Ciao. sagt, er hat das mal auf Sardinien erlebt und ist nachts im glühenden Meer geschwommen. Das ist auch, ich bin Ja. neidisch. Das Ich habe ist das auch richtig gehabt. geil. Im Oman. Das war auch mega. Ich habe auch Videos davon irgendwo. Ja, das ist auf jeden Fall mega abgefahren. Ich liebe Ja. auch Meeresleuchten. Ja, es ist richtig schön. Und es gibt die auch vor Helgoland, ne? Die gibt es eigentlich überall. Du musst halt eine Blüte erwischen. Okay, ja. Das ist so, also du kannst die halt oft auch sonst im Meer, wenn du tauchen bist oder so, dann siehst du das meistens, aber eher vereinzelt. Aber dass du das so, wie jetzt auch auf diesem Video, dass du das so siehst, da brauchst du eine große Blüte. Ja. Und genau, da musst du ein bisschen Glück haben. Demon Shell Schön. ist Experte in Biolumineszenz nach dem Erlebnis. Sehr gut. Ja, es ist auch wirklich total beeindruckend. Vor allem, wenn man das vorher noch nie gehört hat oder noch nie gesehen hat und man da so von überrascht wird. So krass, was ist das denn Voll. jetzt? Wollt ihr noch eine schlimme Geschichte hören über Ja, bitte, Biolumineszenz? ja, unbedingt. Abgesehen von dem Dinopad-Fail. Ja, das überrascht mich ehrlich gesagt gar nicht, weil als ich davon gelesen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert, dass du Ja. diese Algen so am Leben erhalten kannst. Also bin ich, deswegen schick mir mal die Reviews, die würden mich mal Naja, interessieren. es ist auch nur auf Amazon Kram. Ich habe da nur Ja. kurz drüber. Aber ich will mal reingucken, einfach nur aus Neugier. Ja, also ich hatte eine schlimme Geschichte. Ich war auf Borneo, also auf einer kleinen Insel vor Borneo. Und also ich war im Hostel, da waren noch, keine Ahnung, 10 andere Leute. Und dann habe ich da auch mit zwei Mädels geredet und habe denen halt irgendwie erzählt vom Meeresleuchten.
Und die waren auch so, wow, krass, haben wir noch nie gesehen. Und ich meinte so, naja, könnt ihr mal, es war halt schon nachts, könnt ihr mal ans Wasser gehen und gucken, ob was leuchtet, so, ne? Vielleicht habt ihr Glück, keine Ahnung. Da sind die ins Wasser gegangen und dann kamen die echt irgendwie nach 5 Minuten schreiend wieder, weil die eine meinte, oh Gott, mich hat irgendwas gebissen, mich hat irgendwas gebissen. Und dann haben wir die da irgendwie auf die Bank gesetzt und ich sehe so ihren Fuß und es war halt einfach so ein klassischer Schlangenbiss, ne? Also, was so richtig schön die zwei Löcher. Und Oh ich weiß nicht, nein. wer schon mal auf Borneo war oder so. Also, auf Borneo gibt es richtig viele Schlangen und richtig viele richtig giftige Schlangen. Oh Und Mann. wir waren auf dieser abgeschiedenen Insel und ich bin dann auch zu diesem Manager und der war dann irgendwie so, na, wahrscheinlich war das eine Ratte oder so und ah, ist nicht so schlimm. Und dann habe ich mir diesen Manager zur Seite und meinte, Alter, das ist ein Schlangenbiss. Ich meine, ich habe noch nie einen gesehen, aber ich weiß trotzdem, dass es einer Ja. ist. Das ist so wie im Bilderbuch. Und war so, habt ihr einen Arzt hier, irgendwas? Kannst du jemanden anrufen? War auch so, weißt du, was man macht bei einem Schlangenbiss? Weil man irgendwie dann denkt, dass vielleicht Leute, die auf einer Insel voller Schlangen aufgewachsen sind, wissen, was man bei einem Schlangenbiss macht. Und er war so, nee, nee. Und dann hat er irgendwie rumtelefoniert. Und ich war auch so, er war dann irgendwie so, ja, aber die Schlangen hier sind nicht giftig. Und ich so, ja, genau. Genau. Drüben 10 Kilometer weg sind sie alle giftig, aber hier nicht. Oh. Und dann habe ich Terror gemacht und dann, ja, und dann hat er irgendwie dann ein Boot bestellt und ja, das Mädel lag dann da und dann saßen wir da irgendwie eine Stunde und haben versucht, die zu beruhigen. Und das war total dramatisch, weil wir selber nicht wussten, ob da jetzt Gift drin ist oder nicht und ne, und irgendwie, ob die das überlebt und sowas. Und dann wurde die abgeholt mit dem Boot und da ging es ja aber an sich gut. Also sie sagte nur, dass das Bein weh tut, aber das wurde jetzt auch nicht irgendwie komisch geschwollen oder so. Und ja, am nächsten Tag haben wir dann erfahren, dass es ihr gut geht. Es war wohl nicht giftig oder die Schlange hat kein Gift abgegeben. Das kann ja auch sein. Und genau, und ich habe die dann auch tatsächlich zufällig, ich glaube 4 Tage später, wieder irgendwo anders getroffen. Das heißt, alle waren noch am Leben. Aber Oh. es war auf jeden Fall schon eine ziemlich schlimme Nacht. Und ich habe mich auch ein bisschen schuldig gefühlt, weil sie ja irgendwie ans Wasser Ah. gegangen sind, weil ich ihnen vom Meeresleuchten erzählt habe. Ja, also die Das ist in der Tat die Meeresschlangen, schlimme die gehören Geschichte. mit, ne? Es gibt richtig derbe, krass giftige Meeresschlangen auch, also so Seeschlangen. Ja, aber A, sind die überhaupt nicht aggressiv und Ja. B, können die dich eigentlich auch nicht beißen, weil die haben so einen kleinen Mund und einen kleinen Kopf und die können dich eigentlich nur beißen, so zwischen den Fingern. Und das heißt, so als Schwimmer oder so brauchst du dir da keine Sorgen machen. Ich meine, lass die halt in Ruhe, ne? Also musst halt dich dann rumpiezen. Ja. Ja, und in der Regel werden halt eher Fischer oder so gebissen, die aus ihren Ja. Netzen versuchen zu ziehen. Also. Borneo. Fockaffe resümiert, ja, der Manager hatte also recht, die giftigen Schlangen nehmen 10 Kilometer weit weg. Ja. Ja, ich glaube, es ist trotzdem richtig, dass ich mich da nicht drauf verlassen habe. Auf jeden Fall. Mit dir würde ich in Urlaub fahren. Da ist man safe. Ja, Julia kennt sich aus. Ja. Ja, und sie hat Wumms, wenn sie der Meinung ist, dass es scheiße ist, was der Typ macht. Finde ich sehr gut. Ja, aber ey, giftige, ja, Schlange und so, boah. Ja, Schlangen sind gruselig. Also, wie gesagt, auf Borneo sind so viele Schlangen. Also, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Schlangen ständig gesehen. Gut, dass er darüber wusste ich auch nicht. Ich habe nebenbei noch ein paar schöne Bilder vom Meeresleuchten und so gesucht, aber das ist alles irgendwie Stock-Images und so. Die wollte ich jetzt hier nicht in den Stream reinkloppen. Also bei, also ich meine, das können wir jetzt hier nicht gucken, aber Blue Planet 2, die haben ganz, ganz geile Aufnahmen vom Meeresleuchten, weil die da spezielle lichtempfindliche Kameras benutzt haben. Und da haben die halt Aufnahmen, die es sonst so noch gar nicht gab. Also wenn ihr mal die Chance habt, das zu gucken, kann ich das sehr empfehlen. Jo.
Ja. Machen wir. Die haben wahrscheinlich auch keine Bilder. Achso, ja, es ist BBC. Ja, das wird wahrscheinlich so Nee, schnell nee. nicht einfach Nee. funzen. Das glaube ich auch nicht. Ah, und übrigens, es gibt jetzt aber Dino-Pets, es gibt jetzt ein Spiel Dino-Pets. Toll. Also der Markenname wurde weitergereicht, um schnell davon abzulenken, dass sie so einen Mega-Fail hatten. Ja. Ja, ich habe einmal kurz drüber geguckt. Ja, das ist, das ist, das sehr viele verärgerte Menschen, die das gekauft haben. Und günstig war es ja jetzt auch nicht, ne? Also. Nee, und vor allem ist es auf der Amazon-Seite, zumindest auf der deutschen Seite, so gewesen, dass du dieses, das ist so ein Plastik, eine Plastikhülle, in der diese Dino-Flagellaten dann eingefüllt worden sind mit Wasser. Und man hat einfach die Hülle extra, also du hast quasi ein Dino-Pad gekauft, aber es war nicht der Inhalt da drin, es war nur die Hülle. Und dann What? musstest du quasi den anderen Kram nochmal extra dazu kaufen. Ja, auf Amazon, so, amazon.de. Okay. Allein das hat schon nicht für Begeisterungsstürme. Assis. Ja. Ja. Julia, darf ich noch was zu dem Hai und dem Leuchten fragen? Der Ja. Schokoladenhai. Also, was heißt denn genau Tiefsee und was treibt der da unten? Weißt du das? Also, ich meine, wir hatten bei Deep Blue hatten wir diese Schlafhaie, die auch total tief getaucht sind. Und der jagt der andere Tiefseebewohner oder frisst ja noch irgendwie was anderes, weil du sagtest, es könnte Ja. ein Schutz vor Fressfeinden sein. Gibt es da unten noch größere Dinger als den? Ja, genau. Also genau, ich hatte ja vorhin gesagt, dass er also wahrscheinlich so zwischen 200 und 600 Metern hauptsächlich lebt. Und der frisst selber halt andere Fische und Wirbellose, also sowas wie Tintenfische oder Kraken oder sowas, Oktopusse. Und er kann auch große Fleischstücke aus größeren Tieren wie Walen oder großen Haien rausbeißen. Da gibt es nämlich noch Okay. Zigarrenhai, mit dem ist der verwandelt, der macht das auch. Ja, genau. Genau, und das kann der auch, der Schokoladenhai. Der hat da auch eben extra so einen Kiefer, dass der das gut kann. Und ist aber selber auch Opfer von größeren Haien, also wird eben auch von größeren Haien gefressen. Okay. Und die kommen da unten auch, also Haie gibt es dann, also das ist jetzt nicht irgendwie was Außergewöhnliches, dass das ein Tiefseehai ist, sondern das ist irgendwie. Da unten sind Also, auch oder tauchen. da unten sind auch andere Haie und es gibt aber auch große Haie, die, also zum Beispiel ein weißer Hai oder so, kann auch 6 Meter tauchen, 600 Meter tauchen. Okay. Genau. Genau, also die können halt auch von oben runterkommen für einen Schokoladensnack. Oh Mann. Ja, Ich glaube, stimmt. Ich sieht auf jeden Fall glaube, ich hatte abgefahren gelesen, aus. dass auch Pottwale die fressen, aber ich bin mir nicht. Ja, ich glaube, ich habe gelesen, dass Pottwale die auch fressen. Ja, für irgendwas muss man es ja auch. Also es muss sich ja auch lohnen, so tief zu tauchen, ne? Als Pottwal hat man so einen leuchtenden Snack vor sich schwimmen. Ja, es wäre noch ganz Ja, interessant, ob schon. sie das wirklich dann zur Abwehr machen, aber ne, ich meine, der Bauch, ne, wenn man von unten hochguckt, dann. Aber sie leuchten Ja, ja aber halt auch sie auf dem Rücken, ne? Also es sind schon echt ja. abgefahrene Bilder. Ich frage mich dann halt, ich meine, wenn du so tief unten bist, ja, und dann bist du ein Tier, was nach oben guckt, aber da kommt ja erstmal so ein Kilometer kein Licht und dann kommt da so ein Hai und der leuchtet so. Es ist wie so, wenn du an den Himmel guckst und da ist das Flugzeug. Ja, Das oder diese hinterher. leuchtende Werbereklame. Ja, der schwimmt dann bestimmt. Ich liebe dich. Schön, dich zu sehen. Ja, ich glaube, es ist halt schwer rauszufinden, ne? Mit diesem, was das Licht jetzt genau macht, weil man kann ja nicht hochholen im Aquarium halten oder so. Sonst muss man irgendwie mit der Kamera ständig unten sein, die irgendwie finden, also so ist es echt schwierig, das zu erforschen. Ja, man müsste die einfach direkt fragen, was da der Trick, also so Schokohai, was hast du dir dabei gedacht? Genau, Heilsprache lernen, das ist auf jeden Fall. Ja, haiisch. Wir lernen haiisch.
Das ist so ein bisschen, ich meine, bei den Flamingos kann man immerhin noch diese Balzrituale, da gibt es tatsächlich übrigens Back to the Flamingos, einen Ja. Typen, der hat in den, ich glaube, in den 50ern oder so, die Balzsprache mal kategorisiert. Also was machen die in welcher Reihenfolge oder welche Folge von ritualisierten Bewegungsabläufen kommen normalerweise? Also gibt ja da. Ja. Sie können so stehen, sie können aber auch so stehen und dann sind sie ja so gelaufen, nicht wahr? Warte, Und dann warte. gibt es. Was? Ich mach Was dich machst du groß. denn? Ich mach dich groß. Damit wir Du bist das jetzt groß, alle ja. genießen können. Naja, das ist der Flamingo, der normale Flamingo, der frisst so Ja. und seit. Und wenn er dann so ein Balzritual anfängt, dann steht er erst so und dann gibt es ganz viele und dann machen sie die Köpfe hoch. Und dann schreiten sie voran und gucken links, rechts. Das ist ein bisschen wie die Queen. Die macht ja auch, wenn sie irgendwo vorbeifährt. Und dann gibt es aber noch so ein Leg- und Wing-Spreading-Ding. Das machen die aber nicht, wenn sie in der Gruppe sind, teilweise, weil sie viel zu wenig Platz haben. Oh, und apropos, ja, das ist so schön. Ich mach's mal im Hintergrund ohne Ton an. Ich höre den Ton trotzdem. Aber vielleicht andere nicht. Ich finde den Ton aber auch ganz toll. Und das, oh, guck mal, da kann er quasi mitmachen. Ich glaube, es wird langsam Zeit fürs Bett. Ich glaube auch. Achso, Belana hört nichts. Ja, das ist auch nicht nee, ich hab, so ja genau, ich habe ja. hab den Ton, Ton ausgemacht, weil ich dir nicht, weil ich ja wollte, dass du weitererzählen kannst. Achso, ja. Ja, naja, es gibt auch noch andere Positionen, die so haben. Das kann man alles im Flamingo-Artikel auf Wikipedia noch nachlesen. Mhm. Und das wurde seitdem nicht verändert, diese Einteilung, welche Bewegung wie heißt. Also es gibt Ja. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber da sind sich Wissenschaftler einig, wie sie diese Paarungsrituale bezeichnen wollen. Und das war doch nicht auf Wikipedia. Doch, es gibt die Alert Posture, Head Flagging, das habe ich gerade gemacht. Es gibt den Wing Salute, es gibt den Inverted Wing Salute, den Twist Preen, den Wing Leg Stretch, das Marching, was man da gerade sieht. Es gibt auch das False Feeding, Broken Neck Hooking, Neck Swaying Thread und Display Flights. Also ziemlich viele ritualisierte Abläufe bei denen. Einfach schön. André, du schmunzelst vor dich hin. Das können wir alle heute Nacht von tanzenden Flamingos träumen. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist das Schönste, was man machen kann am Abend, oder? Von tanzenden Flamingos träumen. Oh, und von unserem nächsten Termin träumen. Wir haben nämlich einen. Ja, wir haben einen. Wieso Profis und erwachsene Menschen haben wir uns vorher kurz mit Planung beschäftigt und haben den Sonntag, den 24. 25. 25. Entschuldigung, 25.04. um 16 Uhr festgelegt. Da machen wir den nächsten Plötzlich-Wissen-Stream. In ein bisschen mehr als 2 Wochen. Ja. Ja, und dann können jetzt alle von Flamingos träumen. Und falls ihr noch Wünsche habt für irgendwelche Themen, also diesmal kamen eben Flamingos, dann haut's raus, dann bereiten wir das vor. Ne? Genau, ja. Ne? Fragen sind immer gerne genommen. Ja? Mir fällt schon eine Frage ein, die ich heute bekommen habe beim Interview. Ah. Ich konnte sie nicht beantworten. Oh. und dachte mir, vielleicht ist das ja was für plötzlich Wissen. Und zwar wurde ich gefragt, wie das denn ist mit Entsalzungsanlagen, also Entsalzung von Meerwasser, um es als Süßwasser einzusetzen. Hm. Und warum man das denn nicht macht, um Wasserprobleme in der Welt zu lösen. Ich konnte das nicht beantworten, weil ich weiß, dass es so Entsalzungsanlagen gibt. Ich habe aber keine Ahnung, wie gut die funktionieren. Und offensichtlich wird das nicht so viel genutzt, um Wasserprobleme oder vielleicht wird es genutzt, aber anscheinend kann es nicht Wasserprobleme lösen. Genau, und das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich heute bekomme.
bekommen habe und was ich auch interessant fand. Also wollte ich mir auch noch mal angucken, was da eigentlich abgeht. Ja, Das dann ist würde ich es. mir vorknöpfen und da hätte ich tatsächlich eine halbgare Antwort drauf. Dann kannst du die ja mal als Hypothese reinschmeißen, dann beweisen wir es beim nächsten Mal oder eben Ich nicht. habe im Hinterkopf, erstens ist das unglaublich energieintensiv, wenn du das. Das ist auch, genau, das ist auch, was ich im Kopf hatte. Wenn du, wenn du das machst, du kannst das auch mit Sonnenlicht machen. Ich mach mal hier Standbild bei den Flamingos. Du kannst das halt auch mit Sonnenlicht machen, dann dauert es halt nur lange und dein Durchsatz ist wahnsinnig schlecht. Und eine Entsalzungsanlage muss mehrstufig funktionieren. Das heißt also einmal verdampfen und dann wieder kondensieren lassen und das Wasser dann benutzen, schmeckt immer noch salzig. Ist über dem isotonischen Pegel. Das heißt, das ist noch kein Trinkwasser. Du musst das mindestens zweimal, also wenn du normales Meerwasser nimmst, was diese 3%, 3% oder 3,3% Salzanteil hat. Wenn du das einmal verdampfst, dann bist du noch weit über 0,9% und 0,9 ist der isotonische. Das heißt, wenn du über 0,9% Salzanteil liegst, dann hilft das nicht, deine Flüssigkeitsreserven aufzufüllen, sondern ist halt, du kriegst dadurch mehr Durst. Und das heißt, du musst eine zweiphasige oder sogar eine drei, also drei Stufen Destillation, oder naja, nicht Destillation, aber verdampfen, wieder rekondensieren und das nochmal machen, bis du das ganze Salz losgeworden bist. Das heißt, du hast ein Riesenproblem mit dem Durchsatz. Aber ich gucke mir das total gerne an, um das ausführlicher zu machen. Aber irgendwie, also A, Energie und das zweite war die vielen Stufen, dass du einfach nicht in der Lage bist, große Mengen Wasser, Süßwasser herzustellen. Das gucke ich mir an. Ja, cool. Möchte noch jemand was über sich und seine Zukunft erfahren? Ah. Oh Gott, ja, Willi Ja. Willkür sagt gerade. Ja, wenn der Salzgehalt im Meer sinkt, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Also, das bringt alle Meeresströmungen durcheinander. Oder wird auf jeden Fall viele Meeresströmungen krass beeinflussen. Aber Inga, du wolltest die Zukunft vorhersagen, hast du Ja, da gesagt. Lena will ihren Impftermin. Belana will was zum Thema Impftermin. Ja, dann kannst du ja mal gucken, liebe Belana, und einen Stopp reinschmeißen und dann wird der Dugong dir anhand deines Meerestiers mehr zu deinem Impftermin sagen, hoffe ich zumindest. Also, ich gehe jetzt mit meiner Hand hier drüber und du musst Stopp bitte schreiben. Wie weit ist die Latenz eigentlich bei dem Nee, Video? ist schon angekommen. Ja, so. Stopp, stopp. Okay, gut, okay. Na dann gucken wir mal. Ja, das ist für dich. Du musst jetzt einen Impftermin vorhersagen. Und zwar, Dylan. Ja, was ist denn ein Impftermin? Das kannst du interpretieren, wie du möchtest. Menschen machen sowas. Und zwar in diesem Fall. Das heißt, Menschen machen sowas und kriegen dann rote Beine? Also zur Erklärung, Belana, du hast den Rotschenkel bekommen. Ich glaube, der Impftermin wird folgendermaßen ablaufen. Er findet nicht in der nächsten Woche statt, aber wenn du ihn hast, Belana, dann wirst du von links nach rechts hüpfen und die Durchblutung in deinem Bein wird besonders gut sein und dann musst du sagen, bitte in den Arm. Okay, du hast ein bisschen was von Impfen, aber Impftermin, sie wüsste gerne, wann der ist. Nicht nächste Woche. Ja, das können wir dazu eindeutig und wahrscheinlich sogar richtig sagen. Du bist richtig gut mit Impftermin. Ja, ich sag euch gern noch mehr dazu vor. Aber nicht heute. Heute müssen wir jetzt mal Schluss machen. Okay, darf ich Jules knutschen? Ja, ich vermute schon. Okay,
Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Okay, dann. Auf jeden Fall auch. Tschüss. Und ja, gute Durchblutung in den Beinen funktioniert auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich das, was er impliziert hat. Beim nächsten Mal dann mehr. Toll, dass ihr alle da wart.